meine Damen und Herren, zu Big Brother, der Talk. Dankeschön. Herzlichen Dank. Willkommen zu Hause bei Big Brother, der Talk, live wie jeden Sonntag hier aus dem Big Brother Talk Studio. Es wird wieder eine sehr interessante Sendung. Wir haben fantastische Gäste, unter anderem 7 Soapstars aus unterschiedlichen Daily Soaps, aber mit einer ganz raffinierten Gemeinsamkeit. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Ansonsten natürlich das Highlight der Sendung. Heute Abend wird ein neuer Bewohner das Haus verlassen. Ansonsten war die Woche ja nun wirklich eine Woche der Superlative, sowohl für die Zuschauer als auch für unsere Kandidaten. Am Donnerstag war es soweit, 7,5 Millionen Zuschauer haben mitverfolgt, wie Verona Feldbusch in das Big Brother Haus einzieht. Unsere Kandidaten waren natürlich enorm verblüfft. Der Aufenthalt geriet etwas kürzer als geplant. Der Ruf aus Hollywood hat natürlich Vorrang und so kam es, dass ich Sophie Rosentreter am Freitag vertreten durfte. Und da habe ich eben Verona aus dem Haus abgeholt. Ja. Verona, geh nicht! Verona, geh nicht! So, ihr hattet wahrscheinlich ziemlich Spaß, schätze ich. Ja, hatten wir. Also es hat super Spaß gemacht und ich kann was ja ist eigentlich. Was denn? Von Sabrina, was ist das? Das ist eine heiße Biene oder was? Ja, das ist eine Biene, die. Ja. Haben Sie drauf unterschrieben, was? Nicht alle, also den habe ich extra nochmal von Sabrina gekriegt, aber wir haben schon so kleine Geschenke ausgetauscht. Erzähl mir doch nochmal ganz kurz. Bevor es abgeht nach Cannes zu Sylvester Stallone, erzähl uns doch mal ganz kurz deine ersten Eindrücke. Meine ersten Eindrücke, also ich denke, dass die Zuschauer ja sowieso eigentlich alles verfolgt haben, was da drinnen passiert ist. Aber ich muss sagen, es war zwar nur ein Tag, aber der war ja sehr intensiv. Und am Anfang haben die natürlich viele Fragen gehabt und so, aber das hat mir auch Spaß gemacht, dass wir dadurch haben wir uns ja einfach auch mehr kennengelernt. Ja, und ich denke mal, dass die da völlig freiwillig winken und ich bin eigentlich auch ganz traurig, dass ich gehe, es war echt nett. Was war es ein Problem, dass du ein Riesenstar bist? Nee, überhaupt nicht. Also die haben am Anfang sich einfach gewundert und haben auch ab und zu mal gesagt, ist schon komisch, dass du jetzt hier einfach so bei uns sitzt. Aber ansonsten haben wir eigentlich einfach so uns ganz wohl gefühlt. Also es war so, als wenn man so Freunde besucht oder so. Worüber habt ihr euch unterhalten? Über alles. Also es gab kaum ein Thema, was wir ausgelassen haben. Ja, ich vermisse dich alle schon. Ja. Tschüss, macht's gut, tschüss. Da geht die Tür zu. Nee, wir haben über alles Mögliche gesprochen, über meinen Beruf, was ich alles so mache, über meinen Terminstress, über meine Ehe, die ich mal hatte, über Franjo und über mein Management, meine Pläne, über den Blub haben wir geredet, weil wir natürlich Spinat gekocht haben. Wir haben eigentlich nichts ausgelassen, also wir haben wirklich über alles gesprochen und auch einfach so, wie die ihre Verwandten vermissen, ihre Freunde. Nun sind unsere Bewohner ja auch Stars, hast du ihnen irgendwie so ein paar Tipps geben können? Also die wissen es ja selber eigentlich noch gar nicht. Die ahnen, was draußen los ist und haben auch mitbekommen, dass Ladi eine Platte gemacht hat und solche Sachen, weil sie das zugerufen bekommen. Aber sie wissen ja nicht richtig, was hier draußen passiert. Und man merkt, dass natürlich auch irgendwo eine Spannung in denen ist, dass sie sagen, mal sehen, was aus mir wird, wenn ich rauskomme. Aber sie haben eigentlich so, finde ich, ganz reale und sympathische Gedanken. Also sie sagen so, mal sehen, was auf mich zukommt. Ich lasse mich überraschen und vielleicht habe ich Glück, da passiert was. Aber die sind da nicht so ehrgeizig und sagen, ich muss jetzt den ganzen Tag in die Kamera grinsen, damit die Leute mich da draußen mögen. Die sind schon ganz locker. Ein Tag im Big Brother Haus, war das genug für dich? Also als ich hatte ja eigentlich vor, 4 Tage hier reinzukommen und dann, als ich gehört habe, dass es leider nur ein Tag ging, war ich erst ganz traurig und habe gesagt, in einem Tag kann man nicht alle so richtig kennenlernen. Dann habe ich mir andererseits auch gedacht, irgendwie auch gut, ein Tag reicht mir wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt im Nachhinein würde ich gerne länger bleiben. Du hast ja vielleicht die Chance, es wird ja unter Umständen nämlich ein Promi-Big Brother geben. Könntest du dir vorstellen, damit einzuziehen? Also das wäre eine ganz andere Geschichte. Wahrscheinlich würde mich das auch reizen, je nachdem jetzt, wer von meinen Kollegen da im Container sitzt. Wäre bestimmt auch ganz interessant. Aber dieses hier, das war so ein, für mich so ein Gedanke, dieses ganz normale, spontane. Und das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Und diese Promi-Container-Show, die es dann vielleicht irgendwann mal geben wird, das sieht man dann wahrscheinlich mehr so mit so beruflichen Gedanken. Das ist dann eine andere Geschichte. Ist gerade zum Auto, der fährt schon. Der hat meine Biene. Und hat mich hier reingebracht. Tschüss! Jürgen, John oder Verena, wer wird heute Abend das Haus verlassen? Wie gesagt, Sie haben es noch in der Hand. Rufen Sie an, überlassen Sie es nicht dem Zufall. Viele, viele Fans haben sich wieder auf dem Big Brother-Gelände vor dem Big Brother-Haus eingefunden, um dieses Ereignis natürlich hautnah mitzuverfolgen. Meine Kollegin Sophie Rosentreter hat sich unter die Fans gemischt. Sophie, wie ist die Stimmung? Ja,
Percy! Hallo Percy! Hallo liebe Zuschauer, wie Sie sehen, es ist eine Bombenstimmung hier und ich möchte doch gerne mal wissen, seit wann bist du denn hier? Seit halb zwei! Seit halb zwei und du kommst zum Beispiel aus? Duisburg! Duisburg und hier ist eine Person, die kommt aus... Was? Woher kommst du? Er kommt auf jeden Fall aus Paris. Er hört mich nicht. Und hier habe ich einen Sabrina-Fan. Genau, ich bin Sabrina-Fan und Jürgen-Fan. Wer denkst du, hat den Sieg am meisten verdient? Am meisten denke ich der Jürgen, aber Sabrina ist auch super toll und es wäre auch cool, wenn die gewinnen würde. Sabrina-Fan. Sabrina, ja. Gut, dann kommen wir uns jetzt mal Sabrina, Jürgen und den Rest der Big Brother-Clique live an. Viel Spaß. In zwei Wochen würde hier was passieren. Nicht ganz. Was machst du heute Abend noch? Hotel-Balier-Saufen, ne? 100 Pro. Hotel-Balier-Saufen. Die läuft doch hier neben. Tu morgen schönes, leckeres Eis. Du kannst gar keinen Wagen, du kannst zu Fuß gehen. Wenn Stefan mal sitzt, kannst du gerne mal grüßen. Diese kommen für die drei Wochen, kannst du zu Fuß zum Studio gehen, ne? Kannst du mal beim Buggy anstellen. Gleich bist du beim Percy am Tischchen. Stehst du mit Percy am Tischchen? Tisch? Oh, ich glaube, ich krieg kein Wort raus, ja. Quatsch. Glaub ich schon. Wenn du einmal da bist, dann bist du so locker. Eigentlich muss ich ja keine Kameraangst mehr haben, ne? Nee. Also mehr Kameraerfahrung kannst du eigentlich nicht mehr sammeln, glaube ich. Zeig mir, wie viel da noch drin ist. Aber jetzt bist du menschenscheu geworden, ne? Wann? Meiner schmeckt lecker. Ich hab da vorne auch noch die Hälfte. Der schmeckt gut. Probier den mal. Oh, das ist doch so ein Stehkaffee, wo der Löffel drin steht. Erstmal heute Abend Pizza. Ich darf von meiner Tasse trinken, aber was umschütten. Ja, der Ansatz ist das wird immer besser. Ich gehe zum Anwalt. Morgen die Zeitung. Hast keinen Bock mehr, ne? So, was ist denn mit der Kippe? Ich hab den Satz, soll mein Lied spielen, aber ich glaube nicht, dass er welches? Natürlich. Bye, bye, bye. Natürlich singen. Also ein Lied von. Was ist dir gewünscht? Bye, bye, bye. Das? Bye, 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 if you wanna love me. Ich hab mir gewünscht, es von Britney Spears oder von NSYNC? Ist ja schön, bye, bye, bye. Ja. Passt ja. Ich hab ein total blödes Lied, musst du aussuchen. So. Nee, bei mir muss das die Uta machen. Die soll mal schön ein Lied für mich aussuchen. Warum ärgert die sich da? Weil ich habe super viele Lieder, die ich ganz, ganz toll finde. Dann sagst du sowieso. Ich auch ganz genau. Also, die kann dann die sich selber nicht. Boah, toll, jetzt kann ich das wieder machen. Dann meckert die sowieso wieder. Ja, genau, weil meckert das auch. Gar die soll direkt wissen, dass ich wieder da bin. Du wirst sowieso meckern, egal welches du aussuchst. Nee, meckern werde ich nicht. Nee, welches, egal welches du aussuchst. Nein, das würde ich nicht tun. Aber ich weiß, dass sie dann wirklich Qual der Wahl hat. Weil was Neues wird sie dann nicht nehmen können, nee, weil das kenne ich ja noch nicht. Das wird sie aber gerne. Und wenn sie dann eins spielt, dann sage ich, du hättest ja auch das andere. Ja, weiß ich doch. Das wird wieder süß. Ach, da bis 10 vor noch, ne? Ach, das dauert jetzt noch. Bis so circa gegen 23 Uhr. bis 23 Uhr wollen sie Musik spielen, haben sie diesmal gesagt. Boah, die haben nichts gesagt, ne, dass wir gestern so eine schöne Präsentation. Das haben wir nicht massiert, nix, wir wollten nur noch massieren. Noch nie mal was gesagt. Ich glaub, wir wollten nur noch lesen, aber... Ja. Haben Sie gemerkt, so eine relativ lässige Anspannung im Haus. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir schalten jetzt in die Werbung. Danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Meine Damen und Herren, vielleicht kennen Sie das von sich selbst. Man muss ja nicht jeden Tag fernschauen, aber egal wie oft, irgendwann lernt man die Gesichter im Fernsehen kennen und man schließt sie sogar ins Herz. So zum Beispiel auch die Darsteller und Darstellerinnen der Daily Soaps, der täglichen Seifenopern. Diese Leute sehen ja meistens nicht nur wahnsinnig gut aus, sind auch sehr, sehr talentiert und das nicht nur vor der Kamera, sondern auch verblüffenderweise manchmal vor dem Mikrofon. Und nun haben sich 9 dieser Soapstars aus unterschiedlichen Soaps zusammengeschlossen, haben eine Band gegründet. Sie nennen sich die All-Stars und haben einen Song produziert. Und ihre erste Single heißt, jetzt schaue ich nach, Only With You. I never told you how much you mean to me. You're the only one thing. I never told you there's no one else but you. I can get you out of my mind. I'm really mad about you.
ever told you the way I feel for you. No one else could ever take your place. I'm lost without you, you're more than just a dream. I can get you out of my heart. I'm really mad about you, don't wanna live without you. When will you be mine? Whoa. I'm really mad about you, I'll always stay beside you all my life. Cause only with you, anytime and any place. Only with you, right by my side. I'll never let you go, you're the best thing in my life. Oh, forever and ever with you. When we're together, it's getting better for you. When we're together, we can have a good time. When we're together, it's getting better. Stars live bei uns im Big Brother Talk Studio. Kommt rüber. Kommt her zu mir. Hier, die wollen wir jetzt so noch mal schnell zeigen. Das ist also eure neue CD. So sieht sie aus. Sie ist sogar unterschrieben. So gibt sie natürlich nicht im Handel. Aber ich sehe hier gerade, hier sind 9 Leute abgebildet und ihr seid nur zu 7. Ich würde mal vorschlagen, ihr stellt euch erstmal reihum vor. Dann geht's schneller. Alles klar, Thorsten Feller von Unter uns. Isabel Florido, auch von Unter uns. Luca Zamperoni, einmal bei Verbotener Liebe. Percy Hofen, Big Brother. Ach so. Ralf Benson, ehemals Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Daniel Felo, ehemals Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Frank Rudloff, Marienhof. Michael Evans, Unter uns. Herzlich willkommen. Thorsten, ihr seid heute nur zu 7 da. Ja, wer fehlt? Der Erik Benz, der fehlt, der bei Unter uns spielt, der ist in Berlin und dreht. Und die Nina Assisi, die steht auf der Bühne. Aber zur Not kann man auch zu 7 singen. Ne? Ja, richtig. Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Kombination hier. Wie ist das zustande gekommen, das Projekt? Also angefangen hat alles mit einer Compilation, die jetzt auch rauskommt. Die heißt Best of Soap. Da sind alle Soapstars vertreten, die jemals einen Song veröffentlicht haben. Und dazu war halt geplant, einen Bonustrack zu machen als Dankeschön an die Fans. Wir wurden alle angefragt. Wir 9 sind also zusammengekommen und haben das Lied gesungen als kleines Dankeschön für unsere Fans. Mhm. Isabel, als Soapstar ist man natürlich ziemlich beschäftigt und unterwegs. Habt ihr überhaupt noch Zeit für Musik? Ja, es war sehr schwierig, uns alle zusammenzubekommen, weil halt jeder eigene Termine hat, Autogrammstunde, und wir auch alle in verschiedenen Städten wohnen. Aber es gibt schon so Zeit, dass wir, also wir, als ich noch bei Unter uns gedreht hab ich schon Zeit gehabt, um Sport zu machen oder halt eben mal zu dir zu kommen. Oh ja, ist sicherlich auch ein schöner Ausgleich, ne, wenn man singt. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja Publikum eine super Ausbildung, ne? Du hast ja auch eine Ausbildung, hast eine Musical-Ausbildung gemacht, glaube ich. Ne? Ja, genau. Ich war 2 Jahre in London und habe da beim London Studio Center mich ausbilden lassen. Ralf, ich hoffe, du verfolgst wahrscheinlich auch ein bisschen Big Brother. Wie findest du denn unsere Stars? Ja, also ich finde es sehr schön, dass die alle sehr natürlich geblieben sind. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel gibt, dann wird das alles schon etwas schwieriger sein, schätze ich mal. Aber es gefällt mir sehr gut, also gerade jetzt auch John zum Beispiel, der das alles sehr locker nimmt. Und also es macht Spaß, hin und wieder reinzuschauen. Also gerade heute war es besonders lustig. Haben die schauspielerische Qualitäten unsere Kandidaten? Sicherlich, das hat man gerade heute noch gesehen, als sie eine Aufgabe zu erledigen hatten, wo sie halt im Fernsehen sozusagen was nachspielen sollten. Und das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, weil wir es halt alle gesehen hatten. Nun ist es ja nicht ganz einfach, Star zu werden, Soapstar zum Beispiel, da muss man gewisse Voraussetzungen schon mitbringen. Es reicht nicht einfach nur, dass man berühmt ist, Daniel. Was muss man berücksichtigen? Oh, das ist schwer zu sagen, weil letztendlich sind es ja die Leute, die die Castings machen, die das dann entscheiden. Aber ich denke, es wird schon eine Rolle spielen, dass man eine gewisse Ausstrahlung hat. Und es spielt ganz gewiss auch eine Rolle, dass man sich vor der Kamera natürlich und locker bewegen kann und was rüberbringen kann, sodass die Leute einem das abkaufen. Mhm. Und welchem unserer Stars aus Big Brother würdest du es am ehesten zutrauen?
Da muss ich ganz kurz überlegen. Ich bin eigentlich ein Jürgen-Fan, das muss ich jetzt mal so sagen. Aha. Und ja, da klatschen natürlich die Freunde von Jürgen jetzt. Und aber mit der schauspielerischen Seite, das ist schwer zu sagen. Kann ich nicht sagen. Glaubst du, dass unsere Kandidaten ein bisschen schauspielern in der Bude? Ich habe da schon des Öfteren mal drüber nachgedacht, da sie ja nun mittlerweile irgendwie auch ein bisschen mitgekriegt haben, was draußen abgeht. Manchmal kann ich mir schon vorstellen, dass man sich sagt, das eine oder andere erzähle ich von mir nicht, weil ich weiß eigentlich ganz genau, dass das ganze Land mitguckt. Mhm. Frank, du hast eine ganz persönliche Favoritin. Also mein Liebling bei Big Brother war Jonah, weil Wieso? Ich fand, sie ist ein Gefühlsmensch und sehr ehrlich. Also ich glaube, sie war bis jetzt die ehrlichste im Haus. Also auch wie sie mit Menschen umgeht, finde ich sehr fein. Sie wurde jetzt für eine Serie gecastet. Was hältst du davon? Das finde ich okay, wenn sie das machen möchte, bitte. Aha. Habt ihr den Auftritt von Zlatko, habt ihr mitverfolgt? Die Wache ist zwar noch nicht gelaufen, aber war hier im Studio. Wir haben zusammen ein bisschen improvisiert. Luca, hat Zlatko das Zeug zum Schauspieler? Naja, ist schwierig zu sagen. Ich meine, jetzt. Nein, es wird halt gehypt. Ich finde es auch okay und so, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, Zlatko ist am besten, wenn er selbst ist. Und wenn man eine Rolle findet, wo er selbst sein kann, geht es, glaube ich. Schwierig wird es, wenn er eine Figur spielen muss, die halt nichts mit ihm zu tun hat. Und das ist ja eigentlich aber Schauspielerei. Luca, ist man nicht als Schauspieler auch am besten, wenn man einfach man selber ist? Das glaube ich nicht, nee, weil ich halte es für wichtiger, sich halt seinen Bereich zu behalten, halt sein Privatleben und das eher zu trennen. Mhm. Isabel, ganz kurz nochmal, wo erlebt man euch denn jetzt nochmal in dieser Kombination mit den beiden anderen zusammen als nächstes? Wo kann man euch live sehen? Also erstens am 29. Mai kommt die Single raus und dann kann man uns am 3. Juni auf der U-Messe, eine Messe für Jugendliche in Dortmund, bewundern auf dem 20th Century Fox auf der Bühne. Also, ich wünsche euch viel Erfolg und schön, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, die All-Stars! Dankeschön.